Der Herrgott muss ein Bayer gewesen sein, oder zumindest ein Münchner. Wenn es nach Hofbräusprache ging, ja, oder beziehungsweise generell alle Wiesenbetreiber und Wirte und alle, die damit zum Tor haben, ich darf an der Stelle herzlich Grüß Gott sagen, ja, weil es geht endlich wieder los. Nach 2 Jahren Abstinenz darf man wieder los. Vor dem Hofbräukeller starten wir das Ganze und schaut es euch an. Da kommt der Sonnenstrahl raus. Ich sag's ja, der Herrgott spielt mit, obwohl eigentlich die Wetterberichte alle gesagt haben, es ringt und es ringt. So mingen wir das. Weißwurst, ja, mit sowas fängt man an. In Bayern, in München und mit denen haben wir angefangen. Das war das sogenannte Warm-up. Jetzt geht's rauf auf die Kutschen und dann geht's in Richtung Wiesen, dort, wo der Einzug beginnt. Ja, und die große Frage ist, was haben eigentlich gerade so die Verantwortlichen als allererstes in der Früh gemacht? Was war denn die erste Tätigkeit oder der erste Gedanke? Das Erste, was sie macht in der Früh, ist, dass sie mich aufweckt. Ja, damit ich rechtzeitig, ja, damit ich rechtzeitig ins Geschäft komme. Und was ich heute so als Erstes gemacht habe, ich habe mir halt ausnahmsweise mal die Zähne putzt. Also als Erstes habe ich erst einmal den Wecker, habe ich erst mal draufgehaut, habe versucht, meine Augen zu öffnen. Es ging ein bisschen schwierig, aber hat dann doch funktioniert. Und dann bin ich erst einmal zum Bieseln gegangen. So ist es. Das ist die Wahrheit, weil ein Wirt ist halt auch nur ein Mensch, gell? Als Allererstes. Erste habe ich gleich einmal unserem Herrgott gedankt, dass wir heute einziehen können. Und dass gleich und dass nichts passiert und dass es nicht regnet. Traditionell auch eine der drei Kutschen bewegt. Ja. Als, was ist man da, staatlich geprüfter Kutscher oder was muss man da sein? Ja, also mir ist es nicht, aber ich habe es gemacht. Ich habe also den Kutschenführerschein gemacht und dann der auch den für die Vierer gespannt. Und du hast jetzt hier internationale Gäste am Tisch, oder? Ja, die sind aus Belize, wenn du weißt, wo das ist. Ja, ganz weit in der Sonne. Ja, genau mittendrin. Siehst du, aber wir sind international. The first impression of the first beer. Always the best. Always the best. Ja, Herr Müller, was wollen wir denn mehr? Hä? Ja, seid ihr bitteschön. Also mehr geht ja gar nicht. Auf eine schöne Wiesn. Eine schöne Wiesn. Angefangen hat schon einmal gut. Erste Händel, was du gekriegt hast, ja. Beiß einmal rein. Und Lern, darfst du ja nicht. Es ist würzig, jetzt probieren wir noch die Krusten. Iss einmal du das andere. Ah, ich möchte auch Händel. Okay. Das war jetzt die Impression, wie eine Wiesn losgemusst. Mit Hofbräu natürlich und mit der Familie Steinberg und dem Herrn Direktor Müller. Alle waren dabei, alle waren zufrieden. Und die Händel, ja, die haben wir jetzt zusammen. Servus.